Endlich wohlfühlen. Endlich Urlaub auf der Mein Schiff. Entdecken Sie die Wohlfühlrouten unserer Mein Schiff-Flotte. Mare Nostrum, das Mittelmeer. Auf sie warten einzigartige Kulturstätten. An erster Stelle Rom, die ewige Stadt. Osmanischer Zauber und einzigartiges ägäisches Flair bietet ihnen Marmaris. In Monaco, einem der beliebtesten Kreuzfahrthäfen, zeigt man gerne, was man hat. Hier gibt es für die Gäste der Mein Schiff an vielen Ecken etwas zu bestaunen. Ruhe und Entspannung bietet das Wohlfühlschiff. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz. Ob in ihrer Kabine oder eine der zahlreichen Bars und Lounges. Dubrovnik. Ein Spaziergang durch die Altstadt gleicht einer Zeitreise. Gleich um die Ecke, von hohen Bergen umgeben, liegt die alte Handelsstadt Kotor. Barcelona ist immer eine Reise wert. Gaudí oder Sagrada Familia, Ramblas oder Tapas. Die Route Mittelmeer mit Ibiza beginnt auf Mallorca. Nächstes Ziel, nächste Insel, Korsika. Weiter geht es nach Italien, Civitavecchia bei Rom und La Spezia. Über Monaco, La Seine und Barcelona führt die Reise nach Ibiza und zurück nach Mallorca. Von Antalya aus erkunden sie das Schwarze Meer mit Sotschi. Nach Landtagen in Piräus und Istanbul erreichen sie die Olympiastadt Sotschi. Über Sevastopol, Odessa, Burgas und Marmaris kehren sie zurück nach Antalya. Auch die Reise Mittelmeer mit Israel startet in Antalya. Mit Haifa und Ashdod bereist das Wohlfühlschiff zwei interessante Städte Israels. Über Alexandria, Piräus und Kusadasi geht es zurück nach Antalya. Das Königreich Großbritannien begrüßt die Mein Schiff. In Schottland warten grüne Landschaften, berühmte Schlösser und mit etwas Glück auch das Ungeheuer von Loch Ness auf sie. Weiter geht es in die nordirische Hauptstadt Belfast, eine moderne Stadt mit Geschichte. Traditionsbauten und moderne Architektur bilden hier ein harmonisches Miteinander. Auch die Hauptstadt der Republik Irland, Dublin, ist immer einen Besuch wert. Ob im Frühling, Sommer oder spätsommerlichen Herbst, mit der Mein Schiff blühen England und seine schönen Nachbarländer richtig auf. Das irische Hafenstädtchen Cobb ist Ausgangspunkt für Ausflüge nach Cork. Nächstes Ziel, Guernsey. Die Insel am warmen Golfstrom ist Kronbesitz der britischen Krone. Von Southampton aus geht es in die britische Hauptstadt London. Die Stadt der Trends, der Popkultur, der Tradition und Wohnsitz der Queen. Mit dem uralten Stonehenge erleben Sie Mystisches und Fantastisches auf Ihrer Reise. Ausgangshafen der Mein Schiff ist das Tor zur Welt, Hamburg. Von der Hansestadt geht es nach Invergordon, Greenock, Belfast, Dunleary unweit von Dublin, Liverpool und Southampton in der Nähe von London. Am Ende der Reise erwartet Sie die spektakuläre Einfahrt über die Elbe in den Hamburger Hafen. Klare Tage, helle Nächte, blaue Fjorde. Das Nordland beeindruckt.
Ob das Nordkap, der nördlichste Punkt des europäischen Festlands, oder die norwegischen Fjorde mit ihren atemberaubenden Wasserfällen. Der Geiranger gilt als der schönste Fjord der Welt. Hier steht die Natur im Mittelpunkt. Mit der Mein Schiff kommen Sie den Wundern der Natur ganz nah. Bergen. Von Gebirge und Meer umschlossen liegt die Stadt malerisch an der Westküste von Norwegen. Das Wohlfühlschiff lädt seine Gäste ein. Besichtigen Sie die Eismeerkathedrale in Tromsø und schlendern Sie durch die Jugendstilgassen in Ålesund. Die Vulkaninsel Island ist mit ihrer gewaltigen Natur stets eine Reise wert. Beeindruckend sind die heißen Quellen und bizarren Lavalandschaften. Machen Sie mit der Mein Schiff im Hafen von Stavanger fest und erkunden Sie den bis zu 400 Meter tiefen Lysefjord und seine Umgebung. Ob vom Wasser aus oder aus der Vogelperspektive. Die vielfältigen Eindrücke des Tages lassen Sie an Bord der Mein Schiff ausklingen. Die Route Norwegen und Nordkap beginnt in Hamburg. Es geht über Bergen, Geiranger und Hellesylt zum nördlichsten Ziel der Reise, dem Nordkap. Über Alta, Tromsø und Ålesund kehrt das Wohlfühlschiff zurück nach Hamburg. Die Kreuzfahrt Südnorwegen mit Kopenhagen startet in Kiel. Entlang der norwegischen Küste erreichen sie Bergen, Geiranger und Hellesylt, Haugesund und Stavanger. Nach einem Tag in Kopenhagen geht es zurück nach Kiel. Tausende kleine Schären bereiten der Mein Schiff einen unvergesslichen Empfang. Welcome till Stockholm. Willkommen in Stockholm. Die schwedische Hauptstadt empfängt ihre Gäste. Helsinki bietet ein unverwechselbares skandinavisches Flair. Die Route Ostsee und Baltikum der Mein Schiff, das sind Jahrhunderte alte Kulturen, ehrwürdige Häfen, königliche Paläste und moderne Metropolen. Das ist mit St. Petersburg eine der prächtigsten Städte in Europa. Die Mein Schiff fährt in Richtung Tallinn. Die Schönheit der estnischen Hauptstadt hat nie etwas von ihrem Reiz verloren. Danzig begeistert durch prachtvolle Bauten aus der Zeit der Hanse. Tradition, Kultur und Architektur. Das Baltikum zeigt sich von seiner schönsten Seite. Die Reise Baltikum mit Danzig beginnt in Kiel. Gegen den Uhrzeigersinn geht es durch die Ostsee mit all den prächtigen Häfen. Danzig, Klaipeda und ganze zwei Tage St. Petersburg. Tallinn, Stockholm und zurück in die Stadt an der Förde. Auch für die Route Baltikum mit Riga ist Kiel Ausgangshafen. Erstes Ziel ist Klaipeda. Von dort aus geht es nach Riga, bevor die Mein Schiff für zwei Tage in St. Petersburg festmacht. Über Tallinn und Stockholm kehrt die Mein Schiff zurück nach Kiel. Die Kreuzfahrt Ostsee mit Helsinki führt von Kiel nach Helsinki und St. Petersburg. Nach zwei Tagen in der Zarenstadt geht es weiter nach Tallinn und Stockholm. Und zurück in die Hauptstadt Schleswig-Holsteins.
ewiger Frühling. Auf drei unvergesslichen Kreuzfahrtrouten bereisen sie die Kanaren und lernen die vielfältigen Kapverden, das pulsierende Agadir oder das reizvolle Madeira kennen. Die Blumeninsel und ihre Hauptstadt Funchal bezaubern durch atemberaubende Landschaften, verwinkelte Gassen und die Seilbahn, mit der sie die gesamte Schönheit Madeiras erleben können. Der Vulkan Teide ist das Wahrzeichen Teneriffas. Auf der grünen Kanareninsel hat sich auch Naturforscher Alexander von Humboldt wohlgefühlt. Der Süden der Insel ist besonders bei Wassersportlern sehr beliebt. Fuerteventura, die Insel der Winde und die älteste Insel der Kanaren. Aufregend orientalisch. Der afrikanische Kontinent und Agadir sind erreicht. La Gomera präsentiert urwaldähnliche Wälder, urwüchsige Strände und wuchtige Berge. Sonne, Meer, einfach erholen. Die Kanaren sind ein echtes Wohlfühlerlebnis. Die Reise Kanaren mit Kapverden startet auf Gran Canaria. Die Mein Schiff nimmt Fahrt auf in Richtung der kapverdischen Inseln, São Vicente und Santiago. Dann erreicht das Wohlfühlschiff den afrikanischen Kontinent. Von Dakar aus geht's nach Teneriffa, La Gomera, La Palma und Lanzarote und wieder zurück nach Gran Canaria. Die Route Kanaren mit Madeira führt von Gran Canaria über Madeira zu den Kanarischen Inseln. La Palma, Teneriffa und Fuerteventura. Sie endet dort, wo sie begonnen hat, auf Gran Canaria. Die Reise Kanaren mit Agadir beginnt ebenfalls auf Gran Canaria. Danach erreicht die Mein Schiff Agadir. Über Lanzarote, Teneriffa und La Gomera geht es zum Heimathafen zurück nach Gran Canaria. Entdecken Sie mit der Mein Schiff-Flotte auf drei unterschiedlichen Routen die Vielfalt Asiens. Hier treffen Moderne und Tradition aufeinander. Erleben Sie neuzeitige Architektur und jahrtausendealte Tempel. Ausgangshafen der Reisen ist die Millionenstadt Singapur. Die Mein Schiff nimmt Kurs auf Port Klang. Von hier aus entdecken Sie Kuala Lumpur. In der Hauptstadt Malaysias finden sich die verschiedensten Kulturen und Religionen. Mit Langkawi erwartet sie ein Inselparadies im Nordwesten Malaysias. Die unberührte Natur und einzigartige Tierwelt lässt sich am besten mit dem Boot erkunden. Trauminsel in Sicht. Phuket. Das thailändische Eiland ist berühmt für malerische Sandstrände und eine vielfältige Pflanzenwelt. Das Wohlfühlschiff erreicht Koh Samui. Entspannen Sie an einem der zahlreichen Sandstrände oder erkunden Sie die prunkvollen buddhistischen Tempel. Ho Chi Minh-Stadt, das ehemalige Saigon, hat eine eindrucksvolle Skyline. Die quirlige vietnamesische Millionenmetropole bietet aber auch Platz für besinnliche Momente. Der Hafen Lem Cha Bang ist Ausgangspunkt für die Ausflüge in die faszinierende Hauptstadt Thailands, Bangkok. Lernen Sie den Kontinent der aufgehenden Sonne auf drei verschiedenen Kreuzfahrten kennen. Die Reise Asien mit Vietnam beginnt mit einem Tag in Singapur. Danach fährt die Mein Schiff nach Koh Samui. Über Phu Mai bei Ho Chi Minh-Stadt kehrt das Wohlfühlschiff nach Singapur zurück. Die Route Asien mit Malaysia startet in Singapur. Von hier aus geht es nach Port Klang, dem Ausgangshafen für Ausflüge nach Kuala Lumpur. Nach Aufenthalten in Langkawi, Phuket und Penang legt die Mein Schiff wieder in Singapur an. Overnight in Singapur. Danach heißt es leinenlos für die Reise Asien mit Thailand. Erstes Ziel ist Koh Samui. Weiter geht es nach Lem Cha Bang nahe Bangkok und wieder zurück nach Singapur. Weite Strände,
türkisfarbenes Wasser, paradiesischer Traumurlaub. Die Mein Schiff erreicht die Karibik. Die 10 karibischen Inseln bieten Abwechslung, Unterhaltung, Sport und viel Zeit zum Seele baumeln lassen. Christopher Columbus entdeckte Dominica an einem Sonntag. Die Insel trägt wegen ihrer spektakulären Tier- und Pflanzenwelt den Beinamen The Nature Island. Erleben Sie Curaçao und genießen Sie die farbenprächtigen Kolonialbauten oder tauchen Sie einfach ab in die atemberaubende Unterwasserwelt. Auf Barbados erwarten Sie endlos lange, feinsandige Karibikstrände. Die Küsten laden zum Segeln oder Schnorcheln ein. Die Karibik. Ein Paradies für Sonnenanbeter und Wassersportler. Die Dominikanische Republik ist Ausgangshafen für die Route Südliche Karibik. Mit den Inseln Aruba, Curaçao, Grenada, Tobago und Barbados. Die Reise nördliche Karibik startet in Barbados. Weiter geht's über Dominica, Guadeloupe, Antigua, St. Martin in die Dominikanische Republik. Zauberhaftes Morgenland. Das sind glitzernde Metropolen, endlose Wüsten, grüne Oasen, exotische Kulturen und ein trockenwarmes Klima. Dubai und der Orient. 7 Tage wie aus 1001 Nacht, heißt es für die Gäste der Mein Schiff. Dubai, das ist die Stadt der Superlative. In der Wüstenmetropole gibt es nichts, was es nicht gibt. Ob Jeep-Safari durch die Wüste, Skispaß im Shoppingcenter oder Luxusbauten. Dubai ist grenzenlos. Muscat liegt im Sultanat Oman. Die Hafenstadt am Golf bietet mit ihrem Bergpanorama eine eindrucksvolle Kulisse. Das Hadjar-Gebirge reicht bis ans Meer heran. Schlendern Sie über den Zug von Matra und lassen Sie sich von den Gewürzen, den Farben und den Menschen inspirieren. Muscat ist ursprünglich abwechslungsreich orientalisch. Das moderne Abu Dhabi ist das größte der 7 Emirate. 2,2 Millionen Einwohner leben in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirats. Abu Dhabi ist eine Metropole der Gegensätze. Das Königreich Bahrain und sein aus 33 Inseln bestehender Staat begrüßen die Mein Schiff. Nach kurzem Aufenthalt geht es weiter nach Dubai, Heimathafen des Wohlfühlschiffs. In Dubai startet die Orientroute Dubai mit Bahrain. Von dort geht's über Kasab, Abu Dhabi und Bahrain zurück in die schillernde Metropole, nach Dubai. Auch für die Reise Dubai mit Muscat ist Dubai Ausgangshafen. Über Khorfakkan, Muscat und Abu Dhabi läuft das Wohlfühlschiff wieder im Hafen von Dubai ein. Lernen Sie die indische Metropole Mumbai kennen. Oder machen Sie mit Ihrem Wohlfühlschiff in der französischen Hafenstadt Le Havre fest. Mit der Mein Schiff-Flotte gibt es immer etwas zu entdecken. Cadiz gehört zu den ältesten Städten Westeuropas. Der Legende nach wurde die Stadt durch Herakles gegründet. Das Stadtbild wird durch viele kleine Plätze geprägt. Lissabon, die Stadt der Seefahrer.
Unzählige Bauten, Denkmäler und Kirchen zeugen von der großen Seefahrertradition. Oslo. Die norwegische Metropole liegt direkt am Fjord. Zum besonderen Flair Oslos tragen viele Sehenswürdigkeiten bei. Die Entdeckungsreisen der Mein Schiff haben viel zu bieten. Kulturstädte, Hafenstädte, Hauptstädte. Die Mein Schiff lädt Sie ein. Bereisen Sie ausgewählte Häfen. Leinenlos für die Reise Dubai trifft Singapur. Nach einem Tag in der schillernden Metropole geht es nach Muscat. Danach erreicht die Mein Schiff Indien. Von Mumbai führt die Route nach Sri Lanka und Langkawi. Nach einem Tag in Port Klang erreicht das Wohlfühlschiff Singapur. Die Kreuzfahrt Hamburg trifft Gran Canaria beginnt in der Hansestadt. Von dort aus läuft die Mein Schiff Le Havre und Southampton an. Über La Coruña, Leixões, Lissabon und Madeira geht es nach Gran Canaria. Lernen Sie das Wohlfühlschiff auf einer Kurzreise kennen. Von Kiel geht es in die dänische Hauptstadt Kopenhagen und weiter nach Göteborg und Oslo. Die Route endet in Hamburg. Entdecken Sie die Wohlfühlflotte und ihre einzigartigen Kreuzfahrtrouten. Finden Sie Ihren Platz auf dem Meer.